Ja, hallo allerseits. Willkommen zu einem neuen Food Vlog. Nummer wie viel? 26? Keine Ahnung. Ich habe mir heute mal Dr. Oetker Ristorante Pizza Calzone Speziale bestellt. Und so sieht die auf der Verpackung aus. Ja. Und jetzt kommt die Wahrheit. Na, gar nicht mal so verkehrt. Tja, wollen wir die mal teilen. Übrigens ist unten ein bisschen kaputt gegangen. Zwillingmesser. So, und so sieht sie dann von innen aus. Ne? Wie mein ehemaliger Vorarbeiter gesagt hätte, platt wie ein Pizza. Naja, so wirklich viel Ähnlichkeit haben die zwei Bilder nicht miteinander, oder? Na gut, wollen wir die mal probieren? Oh Mann, was ich für euch in Kauf nehme. Also, guten Appetit. Oh, Na sowas. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Schön braun. Hier oben ist auch schön knusprig. Käse ist, hat eine richtig schöne feste Konsistenz. Ach, nicht schlecht. Mein lieber Mann, also hier für so einen Aufback. Oder Tiefkühl-Calzone. Also, wer schon mal eine richtige Calzone gegessen hat, da ist ja keine falsche Calzone. Aber wer so eine Calzone mal beim Italiener bestellt hat, das ist schon geil. Also, diesen. Ich habe mal eine bestellt hier bei einem Troisdorfer Pizza-Lieferanten. Mann, die war so groß und so mächtig. Ich habe danach, ich glaube, ich habe dann den ganzen Tag danach nichts mehr gegessen. Gut, die ist natürlich jetzt hier etwas kleiner, sieht eher aus wie so eine Dönertasche. Aber die schmeckt ziemlich gut. Bin ich doch überrascht. Auch wenn das Bild, dem da, dem hier das Bild, dem Original nicht wirklich gleicht. Aber verdammt lecker. Und der Käse zieht richtig Fäden. Gute Arbeit, Dr. Oetker. Mal ganz kurz auf Pause machen. Augenblick. Bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Na, läuft die Kamera? Ja, läuft. Ja. Habe ich doch glatt meinen Ring vergessen anzuziehen. Schöpft die Frau wieder. Das ist halt, wenn man nach dem Arbeiten duschen geht, ein Licht in den Ring, dann. Ja, aufs Waschbecken oder auf die Ablage über dem Waschbecken und naja, muss man aufpassen. Frauen sind da sehr genau. Meine Frau guckt jedes Video von mir. An dieser Stelle. Also, ich würde sagen, die kann man empfehlen. Wirklich, also nicht verkehrt. Und der Käse ist echt. Sau geil. Na? Was hat die denn gekostet? 3, 4 Euro? Das ist kein verschwendetes Geld. Das ist wirklich sehr lecker.
Wir haben neulich mal so eine billige Pizza gegessen hier, Margherita. Mann, oh Mann, wenn ihr das einem Italiener vorsetzen würdet, der würde euch lynchen. So, ich esse jetzt weiter. Danke euch fürs Zuschauen. Also ich empfehle sie. Wirklich. Sehr lecker. Danke fürs Zuschauen. Und wie immer, madet Jod. Tschüss, Jungs und Mädels.